Graffiti, das sind diese bunten Bilder, die man oft an Hauswänden sieht und die meist für Ärger sorgen, weil sie illegal angebracht worden sind. Das ist die eine Seite. Es gibt aber auch eine andere. Graffiti-Künstler, die sehr angesehen sind. Einer der erfolgreichsten, und zwar in ganz Deutschland, kommt aus Kaiserslautern. Karl Kenz. 20 Stunden täglich arbeitet er. Was ihn an Graffiti so fasziniert, das erzählt er uns jetzt ganz persönlich. In der Schule war ich so mittel. Also ich war auf jeden Fall immer der, der in der letzten Reihe gesessen hat und ein bisschen viel Quatsch gemacht hat und immer auf dem Block rumgezeichnet und in Schulbücher. Und die Lehrer meinten halt immer, ich wäre ein Zappel-Philipp und soll aufhören mit dem Quatsch und besser in der Schule aufpassen, das wird mir mehr bringen. Der Zappel-Philipp von damals ist heute 30 Jahre alt und einer der erfolgreichsten Graffiti-Künstler Deutschlands. Karl Kenz, sein Künstlername. Sein wirklicher Name? Berufsgeheimnis. Ja, es war auch ein Stück Rebellion gewesen auf jeden Fall. Und es ist halt ein Medium, wo man sich halt frei ausdrücken kann in der Kunst. Ja? Also man kriegt nicht viele Vorlagen. Grundgenommen bist du da relativ frei und kannst machen, was du Bock hast. Also dich komplett ausleben. Das tut Karl Kenz seit seinem 15. Lebensjahr. Angefangen hat er dort, wo es für viele Sprayer losging, im Untergrund. Einige Freunde, mit denen ich damals angefangen habe mit dem Graffiti-Ding, die haben heute alle ihre seriösen, guten Berufe und machen das halt nur noch so hobbymäßig. Und ja, der Kontakt ist immer noch da, auf jeden Fall. Es ist wie eine Sucht, das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Und ja, das mache ich halt einfach. Von dieser Sucht wollte er wegkommen, seriös und erwachsen werden, damals, als er noch seinen bürgerlichen Namen benutzte. Nach der Realschule machte er deshalb eine Grafikerausbildung. Zeichnen, malen, kreativ sein, genau sein Ding, dachte er. Irgendwann war es dann einfach nur ein Job und hat mich nur genervt, weil zu viele Regeln und mit kreativ arbeiten ist da in den meisten Fällen eben nichts drin und ja, dann hat es mich halt einfach auch gelangweilt. Ja, dann dachte ich, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, einfach mal das zu machen, was ich will in meinem Leben. Und habe dann gesagt, so, alles weg und nur noch malen und Kunst. Also man darf nicht zu viel nachdenken, was passiert, wenn ich alt bin, was passiert, weil dann kommt man irgendwann gar nicht mehr klar und dann klappt das mit der kreativen Arbeit halt auch nicht. Seit 2008 hat Karl Kenz seine eigene Kunstagentur mit Sitz in Kaiserslautern. Mit seinen Figuren, den Death Monks, schaffte er den Durchbruch in der Graffiti-Szene und kann mittlerweile auch gut von seiner Kunst leben. Zurzeit 4-5 Stunden Schlaf, der Rest Arbeit. München, Wien, Berlin, Athen. Karl Kenz ist gefragt. Trotzdem hebt er nicht ab. Kaiserslautern erdet ihn. Ich bin hier aufgewachsen und ja, es gibt gute Seiten und schlechte Seiten. Mittlerweile ist es wenigstens ein bisschen bunter hier geworden, das, was mich schon sehr freut. Und ja, es ist halt einfach die Heimat. Lautern trägt an vielen Stellen den Kenz-Stempel, wie hier an der Kammgarn. An Stadtbussen und Stromverteilerkästen. Alles legal und im Auftrag der Stadt. Hauptintention ist einfach, die Kunst zu den Leuten zu bringen. Ja? Also keiner muss irgendwie in eine Galerie. Du gehst an den Bahnhof, da fährt der Zug ein, Riesenpiece drauf und jeder kann sich's angucken. Keiner muss dafür bezahlen. Einfach öffentliche Kunst für jeden. Und natürlich ein Stück weit Rebellion gegen die ganzen grauen Wände, weil es sind einfach zu viel. Und was würde Karl Kenz auf eine einsame Insel mitnehmen? Ist doch klar. Also auf der Insel müsste auf jeden Fall Wände geben, sonst würde ich dort nicht hingehen. Ansonsten nehme ich mit Sprühdosen, Zeichensachen und Musik. Wenn man es wie Karl Kenz geschafft hat, dann macht man sogar als Graffiti-Künstler Ausstellungen.
Seine nächste mit dem Titel Gegenwart beginnt am Freitag in Kaiserslautern.